Durch einen Unfall in der Kindheit ist Peter Beck auf dem rechten Auge blind. Der heute 71-Jährige ist alarmiert, als sich seine Sehschärfe auf dem anderen Auge vor einem Jahr plötzlich ständig verändert und schließlich verschlechtert. Mal konnte ich hervorragend in die Ferne sehen. Und das hat sich dann mit der Zeit verändert, sodass der Mittelbereich dann scharf war. Und am Ende war der Nahbereich relativ problemlos, ohne Brille zu erfassen. Und das andere war unscharf. Und ich ging dann zum Augenarzt, der hat mich untersucht und hat gesagt, Herr Beck, ich kann Ihnen keine Brille verschreiben. Das verändert sich ständig. Kaufen Sie sich eine Fertigbrille zum Lesen und lassen Sie sich untersuchen. Die Diagnose am Universitätsklinikum Mannheim lautet grauer Star. Der ehemalige Grund- und Hauptschullehrer entscheidet sich für das Freevis-LASIK-Zentrum des Klinikums, wo Kataraktoperationen mittels Laser durchgeführt werden. Heute wird normalerweise mit Ultraschall gearbeitet. Der Laser hat den großen Vorteil, dass er eine höhere Präzision natürlich mit sich bringt. Viele der Schritte, die ich heute von Hand mache, werden durch den Laser ersetzt. Beispiel: die sogenannten Einschnitte ins Auge werden ersetzt. Zweitens die Eröffnung der menschlichen Linse, um die Linse absaugen zu können und eine neue einsetzen zu können. Diese Eröffnung wird nicht mehr von Hand gemacht, sondern vom Laser. Das heißt, ich habe einfach eine viel höhere Präzision. Die Laser-OP ist keine Kassenleistung. Die Kosten für Patienten wie Christel Wissmeier betragen mehrere tausend Euro, abhängig von der Wahl der Kunstlinse. Der kritischste Punkt des Lasern ist, dass es halt sehr, sehr teuer ist. Da streiten sich auch heute die privaten Krankenversicherungen, ob die Kosten überhaupt übernommen werden sollen. In vielen Fällen ist es überhaupt nicht der Fall. Also das ist noch ein ganz großes Neuland. Es ist unstrittig, dass der Laser genauer ist. Die Frage ist nur, ist dieses Mehr an Genauigkeit so viel mehr wert? Die Patientin hat sich für eine multifokale Kunstlinse entschieden, die eine Brille überflüssig machen kann. Im Gegensatz dazu bildet die monofokale Linse entweder Nähe oder Ferne scharf ab. Für die OP wird das Auge örtlich betäubt. Das Auge wird jetzt festgehalten von dem Laser. Es geht jetzt eine Minute, dieser Prozess. Der Laser führt dann sämtliche kleine Schnitte durch, die wir da im Auge brauchen. Und er öffnet die Augenlinse und verkleinert auch die Augenlinse. Alles ausgezeichnet. Schicht für Schicht wird die alte, eingetrübte Linse mit höchster Präzision zerteilt, anschließend verflüssigt und abgesaugt. Der Augenlaser, der seit 2011 in Mannheim im Einsatz ist, war der erste in Deutschland. Pro Jahr operiert Professor Dr. Michael Knotz rund 300 Patienten. Der Eingriff bis zum Einsetzen der neuen Kunstlinse dauert selten länger als 15 bis 20 Minuten. Diese Kunstlinse ist im Prinzip aus Acrylglas, allerdings ein Acrylglas, was durch gewisse chemische Behandlung weich gemacht wurde, also faltbar ist. Dieses Material ist völlig inert. Das macht überhaupt keine Abstoßungsreaktion, wird ganz hervorragend vertragen. Aufgrund der alten Sehbehinderung empfahlen die Ärzte Peter Beck eine monofokale Linse. Einige Monate nach dem Eingriff zieht er ein Fazit. Die erste Viertelstunde nach der Operation war hervorragend. Dann bin ich mit meiner Frau zur Straßenbahnhaltestelle gegangen. Und bevor die Straßenbahn kam, stand ich im Nebel. Das heißt, ich habe alles durch einen milchigen Schleier gesehen. Was sich später herausstellte, war das eine vorhersehbare Komplikation, die in einigen Fällen auftritt. Ein sogenanntes Hornhautödem, das nach 2 Tagen verschwand. Und seitdem geht mir es gut. Wir haben Erfolgsquoten gemessen an der Zufriedenheit der Patienten zwischen 95% und 99% nach so einer Operation. Wir haben natürlich auch Patienten, die nicht ganz zufrieden sind, weil die von uns verwendeten Linsen sehr spezielle Linsen sind, die das Tragen einer Brille überflüssig machen sollen. Nur das Kleingedruckte macht Peter Beck gelegentlich Schwierigkeiten. Im Alltag kommt der 71-Jährige gut ohne Brille zurecht.